In der Tat, Margie hat Syphilis und wird mit Quecksilber behandelt. Oh. Haben Sie Ihre Adresse? Nein, und sie ist vor 3 Tagen aus London weggezogen. Sie hat sich bedroht gefühlt. Ah ja, wer bedroht eine Nussknackerin? So wirklich. Margie hat sich bedroht gefühlt? Von wem? Ich glaube, sie hatte vor einem ganz bestimmten furchterregenden Mann Angst, der sie vor einiger Zeit überfallen hat. Hat sie den Namen Pizer oder Pither erwähnt? Einen Namen hat sie nicht genannt. Aber sie hat den Mann mit hinterhältigen, rattenähnlichen Augen und einem verunstalteten Mund beschrieben. Ja, haut hin. Wusste Margie, wo man den Mann, der ihr so viel Angst macht, finden kann? Nein, aber sie meinte, dass auch eine andere Frau von ihm überfallen wurde. Diese Frau sagte zu Margie, dass der Mann in einer Schusterei arbeitet, die von einem alten Israeli betrieben wird. Außerdem hat sie ihn wohl letzte Woche wiedergesehen, in der Nacht des großen Feuers. Wie die meisten Leute dieser Gegend ist sie zu den Lagerhallen gegangen, um das Feuer zu sehen. In der Menschenmenge hat sie dann den Angreifer wiedererkannt. Sie sagte, bei diesem markanten Gesicht könne man sich nicht irren. Sie hat den Mann im Auge behalten, während die Feuerwehr den Brand bekämpft hat, damit er nicht zufällig über den Weg läuft. Na dann, wer hat hier nicht geputzt, hä? Verzeihen Sie, Doktor, aber von wem stammen die großen schwarzen Fußabdrücke in der Nähe der Betten? Vom Bruder eines Patienten. Dem armen Kerl musste ein Bein amputiert werden, nachdem er mit einer Kutsche zusammengestoßen war. Aber wir konnten ihm eine Prothese beschaffen. Prothesen sind ziemlich teuer. Wie konnte sich das dieser Mann leisten? Er hat mir erzählt, dass er von einem seiner Onkel einen Gehstock mit silbernem Griff geschenkt bekommen hat. Ich habe diesen Griff gegen eine einfache Prothese mit Ledergurt getauscht. Allerdings ist dieser Griff von großem Wert und ich könnte mit dem Geld ein 50 Dutzend Prothesen kaufen, falls ich ihn auf der Petticoat Lane an den Mann bringen kann. Ah ja, können wir den Gehstock haben? Doktor, ich habe Grund zur Annahme, dass der silberne Griff von einem Gehstock stammt, der von dem Mann gestohlen wurde, der ihn zu Ihnen gebracht hat. Und ich glaube, dass ich weiß, wem er rechtmäßig gehört. Das hatte ich befürchtet. Die Geschichte mit dem Onkel kam mir etwas merkwürdig vor. Nichtsdestotrotz müssen Sie für Ihre Behauptung einen Beweis erbringen. Ich zeige Ihnen alle Griffe, die wir hier haben. Wenn Sie den Griff identifizieren können, den der junge Mann mir gegeben hat, glaube ich Ihnen. Na gut, dann bauen wir den Gehstock nach. Einverstanden. Eine Sache bereitet mir jedoch noch Kopfzerbrechen. Ich brauche den ganzen Gehstock und nicht nur den Griff. Keine Sorge, werter Kollege, bauen Sie ihn doch einfach nach. Ich kann Ihnen Werkzeug zur Verfügung stellen. Nehmen Sie sich aus dem Schrank, was Sie brauchen. Dann werde ich den Ramsch endlich los. Einen Versuch ist es wert. Ich muss mir die Beschreibung wieder ins Gedächtnis rufen, die Sickert von dem Gehstock abgegeben hat. Das werden wir auch wohl hinkriegen. Auf Wiedersehen, Dr. Gibbons. Auf Wiedersehen, Kollege. Okay, dann sollten wir es jetzt nachbauen. Oh, toll. Mal schauen. Ebenfalls ist doch schwarz. Dann versierte Spitze. Verzierte Silberknauf. Und versiertes Silbermittelteil. So, das war's. Holmes hätte es nicht besser machen können. War ja auch leicht. Was kann ich für Sie tun, werter Kollege? Ich glaube, ich habe den Griff des gestohlenen Gehstocks gefunden und damit gleich einen neuen Gehstock gebaut. Ja, das ist der Griff. Dennoch können Sie den Gehstock leider nicht mitnehmen, Doktor. Der Polizei würde ich ihn geben, aber nur, wenn offiziell Strafanzeige erstattet wurde. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie ich Sie davon überzeugen kann, mir den Gehstock dennoch auszuhändigen? Wenn Sie 12 stabile, verstellbare Ledergurte für Beinprothesen beschaffen können, gehört der Gehstock Ihnen, Doktor. Na toll. Sonst noch was? Vielleicht Kaviar oder Champagner? Auf Wiedersehen, Dr. Gibbons. Auf Wiedersehen, Kollege. Oh. Mann. Aber den Typen, der was von seinem Onkel erzählt, den hat er sofort geglaubt, ne? Na gut. Das Gespräch mit dem Arzt hat zu einer wichtigen Erkenntnis geführt. Lederschürze kann nicht der Mörder aus der Bucks Row sein.
Laut Margie hat dieser Schurke die meiste Zeit der Tatnacht als Schaulustiger bei dem großen Feuer verbracht. Er konnte also nicht am Ort des Verbrechens sein, als dieses verübt wurde. Dennoch geht von ihm sicherlich Gefahr aus. Okay, da werden wir es jetzt halt nochmal bei Isaac versuchen. Hoffentlich sind wir jetzt besser dran hier. Ja, wir können rein. Niemand hier. Merkwürdig. Okay. Gucken. Ich würde sagen, das sieht aus wie Pferdegeschirr. Macht ganz schön Lärm. Ach. Guten Abend, Sir. Verzeihen Sie die Störung. Die Tür war offen. Ich hätte nicht gedacht, dass zu dieser späten Stunde noch jemand arbeitet. Guten Abend, Sir. Ich habe Sie nicht kommen hören. Ach, kennen wir den Typen nicht? Sagen Sie, bei diesen lauten Dingern handelt es sich um Pferdegeschirr, nicht wahr? Ja, so ist es. Aber ich muss Sie leider bitten, morgen wiederzukommen, Sir. Um diese Zeit ist der Laden normalerweise geschlossen. Na, warum ist dann die Tür offen? Ich bin nicht wegen meiner Schuhe hier, sondern möchte mit Ihnen über einen Schuster reden. Es könnte sich dabei um einen Ihrer ehemaligen Arbeiter handeln, mit sehr bedenklichen Gewohnheiten. Arbeiten Sie etwa für die Polizei? Tut mir leid, aber ich werde mit Ihnen ausschließlich über Schuhe reden. Ach, das ist ja der Traumtyp für jede Frau. Naja, Finley lässt Sie grüßen. Ich arbeite nicht für die Polizei. Mein Name ist Dr. Watson. Ihr Bekannter, Mr. Finley, Hausmeister einer Pension, meinte, Sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Ah, dieser Mr. Finley ist ein tüchtiger Mann. Und wenn er Sie geschickt hat, müssen Sie auch ein redlicher Mensch sein. Also, natürlich. Doktor, wer ist dieser Schuster mit sehr bedenklichen Gewohnheiten, wie Sie es genannt haben? Ach, jetzt habe ich fast Pizza gelesen. Paisar. Der Mann, von dem ich spreche, heißt Paisar oder Paither und soll ein furchterregendes Gesicht haben. Kennen Sie ihn? Ja, John Paisar. Er war eine Zeit lang Schuster, arbeitet aber nicht mehr hier. Okay, und wo ist er? Wissen Sie, wo er sich aufhält? Nein, und Sie werden ihn auch nicht finden. Warum? Weil er untergetaucht ist, Doktor. Vor einer Woche wurde hier in der Gegend ein schrecklicher Mord verübt. Schon bald hat sich das Gerücht verbreitet, dass er der Täter sein könnte. Man sagt, er hätte in der Vergangenheit mit Frauen zweifelhaften Rufes Ärger gehabt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Isaac, genau wegen des Verbrechens in der Bucks Row bin ich hier. Ich habe die Gewissheit und einen glaubwürdigen Zeugen, der bestätigen kann, dass Paisar unschuldig ist. Zumindest was dieses Verbrechen anbelangt, obwohl er einige Prostituierte überfallen hat. Wenn er sich nicht stellt und gegenüber den Behörden Rechenschaft ablegt, bleibt er der Hauptverdächtige für diesen Mord und muss sich weiterhin verstecken. Darüber hinaus würde er den Verdacht auch auf ihre jüdische Gemeinde lenken, weil sie ihn wohl versteckt. Und während das gesamte Polizeiaufgebot nach ihm fahndet, fehlen die Mittel, um den wahren Täter zu fassen, der noch immer die Straßen unsicher macht. Und, wer weiß das schon, sich auch jederzeit ein Opfer aus ihren Reihen suchen könnte. Wenn das, was Sie sagen, der Wahrheit entspricht, hat Sie der Himmel in unsere Gemeinde geschickt, Doktor. Ich kenne Sergeant Thick, einen aufrichtigen Polizeibeamten aus dieser Gegend. Ich werde Johns Familie raten, dass er zu ihm gehen und seinen Standpunkt erklären soll. Aber gehen Sie bitte auch so bald wie möglich zur Polizei und erzählen Sie ihnen von dem Zeugen, den Sie für glaubwürdig halten. Das werde ich gleich im Anschluss an unser Gespräch tun. Danke. Zögern Sie nicht, mich zu fragen, wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann. Natürlich. Kannst du vielleicht verstellbare Ledergurte machen? Ließen sich aus Ihrem Pferdegeschirren Ledergurte für Beinprothesen machen? Verstellbare Ledergurte? Für einen fähigen Handwerker ist nichts unmöglich, Doktor. Und ich glaube, das kriege ich hin. Kommen Sie in ein paar Tagen wieder, dann sollte ich fertig sein. Super. Betrachten Sie es als Gegenleistung für Ihre Hilfe. Na, immer gerne. Ich komme in ein paar Tagen wieder. Wie Sie wünschen, Sir. Ich bin müde und will nach Hause. Aber ich habe versprochen, so bald wie möglich zur Polizei zu gehen. So, auf zur Polizeistation. Alles klar. Na dann, auf zur Polizeistation.
Dann ist Watson hier endlich fertig. Hallöchen. In der Zwischenzeit. Einverstanden. Ja. Oh, oh. Hey, Doktor, Sie sehen müde aus. Sind Sie die ganze Nacht durch die dunklen Gassen von Whitechapel spaziert? So kann man es auch nennen. Ich habe Informationen über Lederschürze, den Mann, über den wir vorhin gesprochen haben. Wissen Sie, wo er steckt? Nein. Aber ich kann ihn bezüglich des Mordes in der Bucks Row entlasten. Eine Person kann bezeugen, dass er unschuldig ist. Oh, Watson. Watson. Erst jetzt, nach vielen Stunden des Herumspazierens, bequemen Sie sich, die wichtige Notiz zu überbringen, auf die Inspektor Everline wartet? Aber, nein. Aber was machen Sie denn hier, Holmes? Ich war besorgt, Watson. Und wie es scheint, aus gutem Grund. Kommen Sie, geben Sie diesem Polizeibeamten die Notiz und dann auf nach Hause. Wie Sie wissen, ist meine Anwesenheit hier nicht erwünscht. Und außerdem ist es eiskalt. Ah, Craddle, gerade noch rechtzeitig. Protokollieren Sie die Aussage dieses... Nein, Sie müssen Ihren Feierabend leider verschieben. Ich muss Chandler in der Hanbury Street finden. Er hat wieder zugeschlagen. Wer? Der Mörder. Der Mörder aus der Bucks Row. Hanbury Street. Gehen wir, Watson, wir dürfen keine Zeit verlieren. Alles klar. Hanbury Street. Da ist das Bordell. Lucy's vorne. Das Hospital, die Schusterei. Okay. Karte von London vielleicht. Ach hier. Hanbury Street. Gehen wir, Watson, wir dürfen keine Zeit verlieren. Na dann. Ah, jetzt können wir. Sie steuert Sherlock Holmes. Sie können durch, Mr. Holmes. Das Opfer liegt im Garten. Wir haben nichts angerührt. Okay. Vielen Dank. Dann schauen wir uns den Tatort an. Aha. Hier war's also. Lecker. Gut, dass Constable Chandler uns durchgelassen hat. Er hat gesagt, dass niemand die Leiche angerührt hat. Das ist die Gelegenheit, unsere Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, Watson. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Okay. Na dann, wieder Tatortbeschauung. Ein Stück grober Stoff. Zwei Kämme, die auffällig geordnet nebeneinander liegen. Okay. Ach, da kann auch schon Schlussfolgern. Die Gegenstände nahe den Füßen des Opfers wurden dort ordentlich hingelegt.